Okay, ich dachte, bis 9 muss man fertig sein. Gut, der Bärne runter auf den Schuh. Jetzt wird das ernst. Es ist halt auch so, seitdem ich das mit den Lupen so angesprochen habe, diese Thematik, ja, hast du keine Lupen mehr markiert. Das heißt nicht, dass du keine Lupen markieren sollst, ja. Was ich damit gemeint habe, du denkst immer, das ist fix Loot, fix keine Gegner, so auf die Art. Mhm. Ja. Battle Royale! Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Du führst, Gas nähert sich deiner Position, beweg deinen Hintern. Du musst halt rechnen, damit das da ist. Und das ist ja weniger Geld für uns von daher. Ja. Aber die landen alle da drüben, ja. Zur Zielposition vorrücken. Sonst landet keiner dabei. Okay, Leute, legen wir uns ins Zeug. Ich glaube, dass du zu lange im Falschen in der Luft fällst, was immer. Und deswegen auch natürlich langsam mal landest. Hier ist ein Scharfschützengewehr. Nimm jemand dieses LMG. Schon gut. Das Taktikgewehr, das du brauchst. Nein. Also Mann, du zündest halt den Fallschirm schon 50, 60 Meter rum und lässt dich dann so runter dran. Dass ich zu lange schwebe, meinst du? Ja. Nicht runter, zack, falsch entzünden, gelandet. Passt. Gut, kommt doch darauf an, wie weit die Zone ist, ne? Also ja, schon. Aber so wie jetzt, warst du schon über Dings. Da hättest du schon längst runter können. Was haben wir? Ja. Du bist noch immer geschützt. Du darfst dich halt wirklich bis zum Boden schweben, das meinte ich. Ah, okay. Und wahrscheinlich zu früh auch, dass man jetzt in der Situation weiß ich kann. Das ist nicht Sinn, Herr Gruber. Hast du den Fallschirm automatisch angehen oder eh aus? Er geht automatisch an, auf einer gewissen Höhe. Na gut, das ist auch zum Beispiel unnötig. Das habe ich mich jetzt nicht traut bis jetzt. Ja, aber wie willst du es dann lernen? Ja, stimmt. Geldausport ist low. Wahrscheinlich da weiter rum. Setze Wegpunkt. Wahrscheinlich ja. Du verlierst am Boden. Ich übernehme das Steuer. Zum Beispiel, ich habe mir auch angeschaut, dass wie du die rote Tür verpasst hast gestern. Mhm. Ja. Ja, das war lost, ich weiß. Ja, weißt du auch warum? Weil du genau dorthin springen wolltest auf dem Flügel wie ich. Was wollen wir machen? Du meinst, das war falsch. Naja, es ist logisch, dass du das nicht immer schaffst, so wie ich die Sprünge mache. Wie gesagt, ich muss meinen Stick nicht verlassen. Ich drück springen und drück springen. Ich muss meinen Finger nicht bewegen dabei. Hm.
Das sind diese kleinen Vorderräder, die ich so verpackt. Ja. Eben dieses, ich kann gleich zweimal drücken, dass ich Fallschirm und hochklettern zum Beispiel. Mhm. Wenn ich lenke, wenn ich nach links lenke zum Beispiel oder hochlenke, dass ich da oben noch hochkomme. Ist das bei dir? Ah. Okay. Aber wir haben genug Money. Okay, jetzt. Schaut nicht mehr bei dir, oder? Mir. Gut, wir müssen dann, glaube ich, hier weitergehen dann. Das wissen wir noch nicht. Und wie schaut's bei deinem aus? Gegner höre ich dabei noch keine. Warte, ich gehe mal auf das Dach. Gegner hören oder ob der Shop schon, ob das schon gelootet ist oder nicht? Das sind halt. Das haben wir schon gelootet. Nein. Ja. Ich glaube, es ist aber noch zu. Warte, halt. Nein, jetzt ist es überschaut. Gegner. Sichtkontakt! Ich kann schießen. Okay. Schieß. Sichtkontakt! Was haben Sie denn für noch? Ja. Muss man auf der Platten setzen. Haben wir noch? Aber noch. Stark. Jetzt nur, weil es jetzt nicht aus Physik sind, sondern das ist zum Beispiel, du kletterst aufs Hochhaus. Erste, was du machst, schaust du, ob die Umgebung gelootet ist. Du bist oben, du hast die Übersicht. Ja? Mhm. Hast du eine Gasmaske gewählt? Gasmaske entdeckt. Das ist das Erste, was du machst. Weil jetzt wissen wir, okay. Das sind Gegner vielleicht, weil das gelootet. Machst du? Ja. Das Geld gehört uns. Das ist auch Scharfschützen. Also, wenn ich jetzt zum Shop renne, warte, ich nehm's mit. Weil der jetzt nicht vor mir rennt, ja? Mhm. Zum Shop, schießen sie mich tot. Und das kann so einfach durch diesen. Bei mir ist schon gelootet, da. Ja. Vermieden werden. Ohne. Aber darauf. Drohne, bevor du wegrennst, wieder. Ja. Und du kannst schießen. Und das sind dann auch so Sachen, kann man darauf. Langsam so wichtige Gebäude. Weißt du, was ich meine? Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs! Beispiel eben TV Station. Nimm jemand das Objekt. Über der TV Station, was du meinst? Ja, oft. Und du weißt halt noch nicht, ob man da aufs Gebäude kann. Auf der Fall nicht. Ist das eine Drohne kaufen eigentlich? Ja, alles findet mich. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Kommt man noch Geld? Was ist ein Gegner? Bereithalten für Koordinaten. Kommen Richtung uns sogar. Und gesplittet. Clusterschlag habe ich. Zur Info. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Wo hast du die Gegner gesehen? Dort hinten, wo der Markier ist. Wegpunktkoordinaten bestätigen. In dem Haus, dort hinten, okay. Was sind sie jetzt? Weil jetzt sehe ich es am Herz schon. Haben mich im Visier. Das muss ich auch. Ja, aber warum? Hast du das, hast du zum Beispiel getan? Mal schauen, wo sie sind, wieder mal. Jetzt Herzschlag. Ja. Für was hast du den Herzschlag?
die bessere Pose, glaube ich. Wir sind beide gleich Pose, wir sind beide im Haus. Auf, ich gehe schon mal zum Loder. Das Gas kommt! Sie sind ein bisschen verteilt im Haus. Ja, logisch. Jetzt sollst du nicht am selben Fleck stehen. Okay, sagen wir dann halt, wenn ich holen kann. Wenn du Position einer noch? Bitte? Oder wo ist der? Zum Beispiel? Genau, du stehst jetzt ohne Deckung da. Und ich will jetzt fast aufhören, oder? Weil ich muss dann dazwischen gehen. Ja. Und jetzt habe ich gar keine Platten mehr. Zwei kann ich da geben. Feindliche Drohne über uns! Kommst du da auch nochmal oder soll ich runter? Nein, weißt du, da hättest du einfach runterwerfen können. Okay. Und das sind so Dinge, die kosten halt viel Zeit. Einmal runterwerfen. Soll ich vielleicht Blindung annehmen, dass wir neue Kisten, neue Panzerplatten kriegen? Ja, können wir dann. Aber wir müssen es trotzdem in die Gegend zuerst bringen. Und dann kommen wir nicht vorbei. Aber du kannst es annehmen, aber wenn es bei dir liegt. Vorratskiste markiert. Paket sichern. Ich kann ja auch irgendwann keine Platten mehr haben. Ich habe jetzt schon zweimal noch. Ich sehe sie jetzt auch aber nicht in meinem Mann. Am Herzen habe ich sie auch nicht. Du bist zu weit weg von Herzen. Aber du könntest du mal zu der Garage vordrehen. Markiere Zielposition. Ob du es nach oben hast. Nicht da. Du rennst ihm wieder in die Arme, wenn du da entlang gehst. Ich hab's jetzt da drüben. Setze Wegpunkt. 40 Meter. 40 Meter da drüben circa. Das kann nicht sein. Hab ich mit ihm drauf. Wir sind in dem Gebäude noch immer. Wegpunkt Koordinaten bestätigen. Okay. Das sehe ich von da, weil du markierst das Gebäude und sind 20 Meter jetzt. Sie können da nicht sein. Stimmt das? In dem Gebäude. Okay, jetzt sind sie weiter. Sie bewegen sich dort rüber. Markiere Sammelpunkt. Sie sind dort drüben jetzt. 36 Meter. Sie sind jetzt fix in dem Haus. Wegpunkt Koordinaten bestätigen. Einer ist noch im anderen Haus, aber. Ja. Dann habe ich genockt. Ja, der hat uns Ziel lokalisiert. Bitte? Der hat uns genockt noch immer. Lass dich pushen. Ja, das wäre interessant gewesen, weil sie gespielt sind. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. So. Hat er Platten noch? Man hat nämlich gar keine mehr gehabt, aber wahrscheinlich hat er auch keine mehr. Da hat welche. Die ist jetzt eh aufgesammelt. Ah ja, alle. Siehst du, nur die Ruhe bewahren, das ist so wichtig bei so Kämpfen. Und das sehe ich ja rotiert, bin zum nächsten Haus so, dass sie mich aber nicht sehen. Ja. Und jetzt haben sie uns halt suchen gegangen, weißt du, oder? Und haben sich auch. Wir wollen ja auch weiter. Und dann, das bilden wir natürlich dann nochmal dumm. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Okay. Medizinische Vorräte, hier drüben. Okay. Ich kann auch mit Drohne dann beim Shoppen. Gasmaske hast du eigentlich? Gasmaske habe ich eine.
stark, du hast die Schüsse gesehen. Ja. Und du hast nicht geachtet, ob er jetzt... Das Gas kommt! Das ist zum Beispiel wieder schwach. Ob was? Ob er auf dich zielt oder nicht? Das habe ich mir nicht gedacht, weil ich's, Ziele aktualisiert! Glaub, weiter zum Deckung, nächsten Standort! Sind. Ja, aber dann bist du losgelaufen. Okay, jetzt sind sie dort, die ist Richtung hier. Nein, es ist genau bei ihm. Nicht, es, ja. Die Kiste ist oben bei ihm. Er hat oben geschossen. Es ist oben bei ihm. Ich kann dir, erster Leiter kann ich dir Deckung geben. Aber ich glaube eine Drohne, warte mal. Mal ganz normal vorgehen langsam. Du musst zurückkommen, da ist ein Gegner bei mir. Ein Maus von mir. Ansehen. Ja, in dem Haus vom Shop, also genau von mir. Feindliche Drohne über uns! Mich hat's erwischt! Ach, nein, nein, warum verlässt du die Deckung? Warum? Wollte näher zum Haus. Na, warum bist du näher zum Haus? Unter feindlichem Beschuss. Jetzt schieß auf ihn. Was sieht denn wieder zwei? Ich hab nur einen am Herz gehabt, deswegen. Willkommen im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Pass gut auf, du wirst bald aufhören. Aber Basti, du hast die Deckung verlassen. Du bist rein, bist du wieder weggegangen von der Deckung. Mach dich bereit. Nur wenn ich dagegen bin. Warum? Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn ich du verlierst... Ich dachte, dass ich näher zum Haus komme. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Aber warum näher zum Haus? Du musst ja eh rauskommen, weil die Zone irgendwann kommt. Und wir Richtung Zone stehen. Das ist... Du wurdest übel zugerichtet. Für dich geht's zurück zur Basis. Es ist noch nicht vorbei. Dein Team kann dich freikaufen. Aber warum, wenn du jetzt beim Haus bist, ja? Was machst du beim Haus? Du hast keine Deckung beim Haus. Ja, stimmt. Er steht noch immer im Haus, ein paar Decken. Ist schon unten? Ja, oder? Ja. Das Gas kommt näher. Neue aber Sicherheitszone wird markiert. Funktioniert gut hinter einer Deckung. Und dann warten wir, bis sie hoch rauskommen, weil sie müssen hier rauskommen irgendwann, weißt du? Stimmt, ja. Blöd war, dass ich das hinter mir geschmissen habe, ich wieder keine Daten gehabt habe. Sonst hätte ich das überlebt um die Kurve. Hm. Aber siehst du, ich bin um die Kurve gegangen, sie haben dich nicht gesehen, er wollte nachbuschen, genau. In der Zwischenzeit habe ich mich aber eh schon wieder belebt. Und leider hat mich halt der zweite geholt. Ja, gut. Da, das ist halt wieder das, da, ich habe den nicht am Herzschlagsensor gesehen. Ja? Achso, ich hab gecallt, da ist ein Team bei mir. Und du hast dich wieder auf den Herzschlagsensor verlassen. Primärziel abgeschlossen, alle Vorratskisten gefunden. So, mal warten, oder? Das heißt, jetzt haben wir wieder Panzerplatten. Ein paar zumindest. Ja. Ich hab nur die, die ich im Körper hab. Ich kann nur gehen. Das Gas nähert sich dir! Okay. Aber jetzt hast du, das war jetzt diese typische Szene. Wärst du jetzt vor der Deckung gewesen, hätten wir vielleicht beide geholt. Dann hättest du den einen vielleicht nicht immer genockt. Und dann wärst du für mich wieder schwächer gewesen. Weil dann hätte er mich gefinisht. Dann wäre ich zum Wiederbeleben gar nicht gekommen. Stimmt. Weil dann wäre ich zu spät dran gewesen. Ja. Oder auch schon tot gewesen, wenn du vor der Deckung bist. Ja. Da rennen zwei. Sichtkontakt! Na, wie schick ich euch? Zur Zielposition vorrücken. Rennen da nach hinten. Wegpunkt markiert. Bewegung. Zum Beispiel, wenn ich oben stehe, ja? Ja. Ja.
und du siehst Zone kommen, du kannst dann mal schon ein bisschen vorgehen, weißt du, Mann? Okay. Weil jetzt rennen wir quasi wieder beide Open Field, weißt du, Mann? Hintereinander. Und kann geholt werden, ja. Und kann wieder beide gleichzeitig geholt werden. So, wenn du schon geholt wirst, weil ich von wo du geholt wirst, dann kann jemand auf die Gegner schießen. Stimmt. Weißt du, Auto? Vielleicht ist ein Auto beim Shop, ja? Hat genau auf uns zu. Nein. Ja, das war gerade für den Freund. Das war ein anderes Team. Ja, das war das Team, auf das wir selbst getroffen haben. Sorry. Ich weiß nicht, was ist das? Warum hast du sorry? Was war der Fehler? Ich hab mich nur auf die Mitarbeiter. Ja, aber bist du gleich in Deckung gegangen? Nein. Okay, dann war's falsch. Weil ich da schon oben war. Ich bin um den Bus herumgelaufen. Da habe ich keine Deckung mehr gehabt. Ja, in den Bus rein. Ich habe eben nicht einmal zum Bus geschafft. Ich war auf der falschen Seite vom Bus, glaube ich. Du warst als einer von 25 noch übrig. Sie haben uns besiegt, aber wir werden uns revanchieren.